Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Stefan und ich freue mich, dass du wieder mit am Start bist. Heute geht es weiter mit der Anfängerserie zum Fotografieren und genauer gesagt geht es heute um Objektive und ihre Brennweiten. Viel Spaß! Zuerst einmal ganz kurz möchte ich am Anfang des Videos sagen, dass alles, was jetzt hier erklärt wird, sich auf Vollformatkameras bezieht. Das bedeutet, es gibt ja unterschiedliche Sensorgrößen und je nach Sensorgröße haben diese Brennweiten und auch Objektive eine gewisse unterschiedliche Wirkung, wie zum Beispiel unterschiedliche Schärfentiefe, der Crop-Faktor wird ein anderer sein und so weiter und so fort. Ich erkläre das jetzt hier einfach mal für die Vollformatkameras. Bei den APS-C-Kameras ist es ein kleines bisschen anders, weil der Sensor einfach ein bisschen anders ist. Aber im Endeffekt kann man das schon so relativ gut adaptieren dann auch auf die APS-C-Kameras. Ich habe jetzt hier drei verschiedene Objektive mal hingestellt. Das ist einmal ein Weitwinkelobjektiv, 14 bis 24 mm. Dann haben wir hier eine Standardbrennweite, das sind 24 bis 70 mm. Und hier haben wir ein Teleobjektiv, 70 bis 200 mm. Du merkst also, je größer diese Brennweite wird, also die Zahl der Brennweite, je größer die Millimeter werden, umso mehr geht es in den Telebereich rein. So, und was jetzt genau ein Teleobjektiv macht, was genau ein Weitwinkelobjektiv macht, das schauen wir uns jetzt mal genauer an. Du hast jetzt vielleicht auch festgestellt, dass das hier alles Objektive sind, die eine Range an Brennweite haben. Das bedeutet, ich kann hier immer zoomen. Es gibt also zum einen Zoom-Objektive, es gibt aber auch zum Beispiel Festbrennweiten. Das bedeutet, dass man hier wirklich eine feste Brennweite dann hat. Ich habe hier zum Beispiel mal an dieser Kamera das 50 mm von Nikon dran. Das ist eine Festbrennweite, also das ist wirklich auf 50 mm festgestellt. Der große Vorteil bei solchen Festbrennweiten ist meistens, dass sie etwas schneller sind. Das bedeutet, dass man die Blende weiter aufmachen kann. Und bei solchen Zoom-Objektiven ist es meistens so, dass die Blende ein bisschen weiter geschlossen ist. Also die Maximalöffnung ein bisschen weiter geschlossen ist. Und von daher nimmt man auch zwischendurch mal ganz gerne eine Festbrennweite. Diese 50 mm, die da jetzt drauf sind, ist übrigens auch so ungefähr dieser Blickwinkel, den das menschliche Auge hat. Also wenn man jetzt mal so guckt, das ist ungefähr dieser Bildausschnitt, den man auch mit 50 mm zumindest auf einer Vollformatkamera erreichen würde. Bei den APS-C-Kameras ist es ja immer so, dass man noch einen gewissen Crop-Faktor hat, den man damit dazu berechnen muss. Was jetzt aber viele immer so ein bisschen missverstehen, ist der Fakt, dass die Brennweite, die eigentliche Brennweite, sich durch diesen Crop-Faktor gar nicht verändert. Was sich verändert, ist der Bildausschnitt. Der ist etwas geringer und die Bildwirkung an sich, also wie zum Beispiel gewisse Personen oder auch Objekte verzerrt werden durch ein Weitwinkelobjektiv zum Beispiel, das bleibt erhalten. Anders ist aber zum Beispiel mit der Schärfentiefe, die verändert sich dann auch wieder. Und das muss man einfach immer so ein bisschen mit beachten. So, jetzt lass uns mal auf die Wirkung der einzelnen Brennweiten eingehen. Ich fange jetzt hier mal an mit dem Weitwinkelobjektiv. So ein Weitwinkelobjektiv bildet sehr viel auf einem Bild ab. Das heißt, der Blickwinkel ist sehr, sehr groß und wir haben wirklich die Möglichkeit, sehr viel von der Umgebung mit aufzunehmen. Zum Beispiel in der Landschaftsfotografie ist so ein Weitwinkelobjektiv immer extrem klasse, weil man halt viel von der Landschaft mit drauf bekommt und auch eine gewisse Dreidimensionalität in das Bild bekommt. Denn alle Sachen, die weiter vorne sind, also alle Objekte, die du weiter vorne im Bild hast, werden wesentlich größer dargestellt als Objekte, die viel weiter hinten sind. Und dadurch bekommt man ja sehr viel Raum in dem Foto und kann damit eine gewisse Tiefe im Bild erzeugen. Außerdem ist die Schärfentiefe bei so einem Weitwinkelobjektiv extrem hoch. Das bedeutet, du kriegst sowohl den Vordergrund als auch den Hintergrund relativ gut scharf gestellt, wenn du die Blende ein bisschen weiter schließt. Was man aber noch so ein bisschen bei solchen Weitwinkelobjektiven beachten muss, sind die stürzenden Linien. Also gerade wenn du Architektur fotografierst oder zum Beispiel Städtefotografie machst und die Kamera dann so ein bisschen nach oben oder nach unten kippst, dann wirst du das Problem bekommen, dass diese Linien, die eigentlich normalerweise wirklich gerade vertikal sind, dann auf einmal anfangen zu kippen, also nach oben oder nach unten. Schauen wir uns als nächstes mal das Teleobjektiv an. Das ist dieses Gerät wirklich sehr, sehr schwer, weil es natürlich auch ein bisschen größer ist. Mit solch einem Teleobjektiv hast du eine sehr, sehr lange Brennweite und das bedeutet, dass wir das ganze Bild, also alle Objekte, die in diesem Bild sind, mehr zusammen komprimieren. Das heißt, man sieht nicht mehr so doll den Unterschied, ob ein Objekt weiter weg ist oder näher dran, sondern es wird alles so ein bisschen komprimiert zusammengebracht. Dadurch verliert man so ein bisschen Dreidimensionalität, aber auf der anderen Seite sind die Proportionen sehr viel besser dargestellt. Also wenn man zum Beispiel Porträtfotografie betreibt, würde ich nicht empfehlen, unbedingt mit einem Weitwinkel zu fotografieren. Es gibt natürlich auch da immer wieder Ausnahmen. Ausnahmen bestätigen ja die Regel. Aber normalerweise ist ein Teleobjektiv eher geeignet für
zum Beispiel Porträtfotografie, weil man halt da die Proportionen viel besser darstellen kann. Die Schärfentiefe wird ebenfalls geringer, das bedeutet, die Ebene, die du im Endeffekt scharf stellen kannst, wird kleiner und dadurch kannst du zum Beispiel den Hintergrund oder auch den Vordergrund wesentlich unschärfer machen, was in der Porträtfotografie immer ein gern eingesetztes Mittel ist, um einfach so ein bisschen den Bildlook noch zu optimieren. Denn dadurch kannst du die Person im Endeffekt besser freistellen und die Person rückt damit mehr in den Fokus von dem Bild. Worauf du aber auf jeden Fall noch achten solltest, wenn du ein Teleobjektiv benutzt, ist, dass die Verwacklung sehr viel schneller passieren können. Das bedeutet, wenn ich jetzt mit 200 mm fotografiere, also ein Objekt sehr viel näher ranhole, dann wirst du auch gleich sehen, und das kann ich dir jetzt auch mal an einem Beispiel zeigen, dass eine kleine Verwacklung an der Kamera wesentlich größere Auswirkungen dann auf das Bild hat. Und deswegen ist es auch ratsam, dort, wenn du eine längere Brennweite benutzt, auch deine Verschlusszeit etwas kürzer zu machen, damit du da auch wirklich verwacklungsfreie Bilder bekommst. Wenn wir uns jetzt hier mal das Standard-Zoom angucken, das ist jetzt hier ein 24 bis 70 mm, dann wirst du feststellen, dass das eigentlich so genau die goldene Mitte ist. Also wir werden nicht mehr ganz so viele Verzerrungen in den Proportionen haben. Wir haben aber auf der anderen Seite auch schon eine etwas geringere Schärfentiefe. Das bedeutet, man kann schon auch sein Objekt ein bisschen besser freistellen. Aber im Endeffekt ist das eigentlich genau das, so wo das menschliche Auge sich auch befindet und die Proportionen werden sehr, sehr gut dargestellt. Zum Abschluss möchte ich dir jetzt hier mal eine komplette Reihe zeigen, wie wir jemanden fotografieren und dabei die verschiedenen Brennweiten einsetzen. Und da wirst du einfach mal so sehen, wie die Wirkungen der einzelnen Brennweiten sind und wie die Proportionen sich verändern, wie die Verzerrungen sich verändern, wie die Schärfentiefe sich verändert und so weiter und so fort. Wie gesagt, denk daran, dass all das, was ich jetzt hier gesagt habe, auf Vollformatkameras zutrifft. Wenn man andere Sensorgrößen benutzt, dann verändern sich dann auch so ein bisschen die Bildwirkung einfach. Und das sollte man immer dabei bedenken. Das war jetzt mal so ein kleiner Überblick über Objektive und Brennweiten. Wenn es dir gefallen hat, auf jeden Fall einen Daumen nach oben geben. Falls du noch Fragen dazu haben solltest, stell sie einfach unten in den Kommentaren. Und natürlich solltest du den Kanal auch abonnieren, falls noch nicht getan, für weitere Videos. Jede Woche kommen zwei neue Videos, immer am Mittwoch und am Sonntag. Und wenn du da nichts verpassen willst, einfach abonnieren und vielleicht sogar die Glocke drücken, dann kriegst du eine Push-Benachrichtigung auf dein Handy. Also, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin viel Spaß beim Fotografieren und Bearbeiten. Ciao.